Hallo und herzlich willkommen bei Auf die süße Tour. Wir sind heute in Hildesheim und besuchen den Landwirten Helmut Bleckwen. Und Helmut Bleckwen ist nicht nur Zuckerrübenlandwirt, sondern auch Teil eines Kunstprojekts. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo Helmut. Hallo Zora. Na? Schön, dich zu sehen. Schön hast du es hier, Mensch. Ja, finde ich auch. Anno 1921. Das klingt so, als wäre dieser Betrieb schon sehr, sehr lange. 1842 sind wir hier. Ach. Mit dem Haus begonnen oder haben meine Vorfahren das gebaut, ja. Und so lange gibt es den Betrieb hier auch schon? Und noch viel länger. Und in wie viele Generationen 13. bist du? 13. 13. oder 14. oder 12. genau wissen wir es nicht. Aber so. Und macht ihr schon seit Anfang an Zuckerrüben? Nee. Die Zuckerrüben sind so 1880 ungefähr. Und gab es jemals schon in der Geschichte der Familie Bleckwen, dass die Zuckerrübe Teil eines Kunstprojektes war? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Das ist nur nicht aufgeschrieben. Vieles wurde ja nicht aufgeschrieben. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns dazu noch erzählst. Wir gehen mal einfach mal ein Stück. Ja, schön, komm. Das Projekt heißt, ich bin gern Bauer und möchte es auch gern bleiben. Ja. Was ist das für ein Projekt? Ja, das ist ein Projekt, das im Zuge der Kulturhauptstadt entstanden ist und jetzt doch durchgeführt wird, obwohl wir ja keine Kulturhauptstadt geworden sind. Und ja, da hat man mich gefragt, ob ich Bock hätte, da mitzumachen, so ein Tauschgeschäft mitzumachen, also ein Bild zu bekommen für einen Film, den ich auf meinem eigenen Hof drehe. Da habe ich erstmal ja gesagt. Und du hast dich einfach selber gefilmt? Und ja, genau. Ich habe fast alles alleine gemacht. Und einfach deinen Alltag gezeigt? Versucht, ja. Meinen und den meiner Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Okay. Und in welchem Zeitraum hast du dich gefilmt? Also wie lange? Ja, von Februar habe ich angefangen und jetzt bis zur Zuckerrübenernte. Und das heißt, du hast das Material dann eingeschickt, daraus wurde ein Film gemacht. Der wird hier heute gezeigt und du kennst ihn noch nicht? Nein, ganz spannend. Wow. Und im Zuge dessen kriegst du dann als Tauschgeschäft sozusagen ein Bild von deinem Hof. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt und freue mich, was hier heute Abend noch passiert. Lass uns doch mal angucken, was da drin jetzt noch auf uns wartet. Ja. Wir sind jetzt hier in einem alten Kuhstall angekommen, der inzwischen ein wunderschöner Veranstaltungsort geworden ist. Und hier wird heute Abend auch der Film von Helmut gezeigt. Und bei uns ist jetzt auch die liebe Antje Schiffers. Sie ist die Initiatorin dieses Projekts, du hast es ins Leben gerufen und das schon seit einigen Jahren. Was waren denn die Beweggründe für dich, so ein Projekt ins Leben zu rufen? Ich mache das Projekt seit 22 Jahren und das geht so, dass ich Bauern in ganz Europa Tauschgeschäfte anbiete und das Tauschgeschäft ist, dass ich in Hof für sie male, wenn sie einen Film über ihren Betrieb machen. Und das ist jetzt, glaube ich, das 41. Tauschgeschäft in dieser Reihe. Und tatsächlich wollte ich immer gern in die Hildesheimer Börde, weil ich komme von aus einem Dorf weiter im Norden in Niedersachsen. Und das galt für uns halt immer, die guten Böden von Hildesheim galten immer für was. Ja. Die guten Rüben gibt's hier. Ja, klar. Und was sind so die Herausforderungen für dich bei den Projekten? Es ist heiß, während ich male, oder es ist windig oder so. Also ich stehe da mit einer Staffelei eine Woche lang. Das ist einfach Plein-Air-Malerei. Ja. Eigentlich finde ich, dass es ansonsten im Tausch, wüsste ich nicht, ist nie schwierig, ne? Aber spannend. Ja, genau. Also es ist eher so wie, es wird mir nie langweilig. Aber was machst du mit den Filmen? Also warum willst du diese Filme haben? Ich komme selbst von einem Hof und fand immer, dass das in der Kunst eigentlich alles, was auf dem Land war, zu wenig vorkam. Und das hat mich beim Kunststudieren schon total genervt. Ja. Da ging es immer um Urbanismus. Und ich habe gedacht, wir sind auch nicht blöder. Dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, es ist nicht so interessant, dass das immer meine Stimme hat. Weil am Ende bin ich da auch weggegangen, ja, und habe Kunst studiert. Ich will nicht dauernd meine Gedanken und meine Stimme hören, sondern wollte da gerne wirklich Vielfalt drin haben und jemanden auch, der wirklich was davon versteht. Man sieht seine Arbeit ja auch noch mal anders, ne? Wenn man das hinterher als Film sieht. Meine Güte, sagt man dann, ist ja doch spannend, viel Technik, viel Bewegung ja, mittlerweile. Auch verglichen mit der Zeit, als ich mal angefangen habe als Landwirt. Das wären ja völlig unterschiedliche Filme heute. Mhm. Und deswegen ist ja auch die Zeitreise, die du da festgelegt hast, ja bestimmt auch noch mal spannend. Mal den ersten Film und den letzten Film, das ist ja eigentlich gar nicht vergleichbar. Genau, aber da kann man mal sehen, weil viele glauben ja, die Landwirte, die müssen jetzt mal wachgerüttelt werden und sich mal verändern. Ja. Und es hat sich so wahnsinnig viel verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Der Titel des ganzen Projektes ist, ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben. Ja. Und das war der letzte Satz im ersten Film, den mein Onkel gemacht hat. Und darauf nimmst du ja auch Bezug wieder. Das ist mir ein schöner Beruf, aber der ist immer auch ein bisschen, man weiß, man muss was tun. Das ist also ein harter Beruf. Nicht, naja, und auch man muss sich verändern, man muss gucken, damit man es wirklich noch übergeben will, den Hof. Also dieses, ich möchte es gerne bleiben, ist nicht, wie soll man,
ist nicht unbestritten. Ja. Also, ne? Ja, war ja für mich auch ein Thema, dass ich nicht der Letzte sein wollte, der hier das Hoftor zuschiebt als Letzter. Das machen ja viele Landwirte. Ja. Oder müssen es machen. Dann muss man sich überlegen, wie man das schaffen kann mit der Betriebsgröße, die ja, ja gegeben ist. Man kann natürlich ein bisschen zupachten oder so, aber es gibt da ja da Grenzen. Ne? Man muss dann schon ein bisschen überlegen, wie man weiterkommt. Und das sollte ja in dem Film eigentlich auch mitgezeigt genau werden. Du hast jedenfalls einen sehr schönen Hof hier und du, Antje, hast ihn gemalt. Und wie dieses Bild aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an, denn wir hängen es jetzt einfach mal auf, oder? Ja, das machen wir. Helmut ist fertig. Oh Mann. Ich weiß sagen, aber... Ey, das ist ja schön geworden. So, geht das? Wow. Ja. Hallo Mareike. Hi. Na, hast du es schon gesehen? Total schön und ja, so harmonisch irgendwie in den Farben und so. Ich finde das richtig gut. Das ist Mareike Knobloch und Mareike ist der Grund, warum sich diese beiden überhaupt kennengelernt haben. Erzähl mal, wie kam es denn dazu? Also ich in Person bin nicht der Grund, aber die Bewerbung Hildesheims als Kulturhauptstadt Europas 2025 ist der Grund. Und zwar gab es da unter anderem die Auflage, dass wir ein Programm erstellen sollten für den Fall, dass wir Kulturhauptstadt werden. Und ein Projekt in unserem künstlerischen Programm war Feel the Beat. Uns war ja sehr daran gelegen, dass wir Projekte einfach, trotzdem wir diesen Titel jetzt nicht errungen haben, über die Jahre retten und sagen, wir möchten davon trotzdem ganz viel umsetzen. Was bedeutet denn die Zuckerrübe eigentlich für diese Region hier? Die bedeutet der Region, glaube ich, sehr viel und das war uns auch ziemlich schnell klar. Also Hildesheim steht immer so für die Rose und wir haben ja relativ schnell entschieden, dass sich Hildesheim gemeinsam mit der Region bewirbt. Und dementsprechend haben wir ein Pendant zur Rose gesucht und mussten nicht lange suchen, weil ganz auf der Hand lag, wenn die Rübenlastern einem vorbeifahren, es wird wohl die Rübe werden. Ja. Und das ergänzte sich wunderbar, war auch immer auf dem Cover unseres Bitbooks, unseres Bewerbungsbuchs zu sehen und spielte einfach, ja, ist das fast, was man da hinten auch sieht? Genau, auf fast allen Plakaten, Bannern, Postkarten immer wieder eine Rolle. Wart ihr aufgeregt? Nein, überhaupt nicht. Brauchst du einen Schnaps? Ja, gerne. Ja, ich würde sagen, aber dann Rübenschnaps. Ja. Also wenn, dann müssen wir ein Thema bleiben. Ja, klar. Dann würde ich sagen, bevor die Veranstaltung gleich losgeht, trinken wir noch mal einen Schnaps zusammen, oder? Mokbi. Das ist nicht irgendein Schnaps, sondern ein Rübenwodka. Ganz was Edles. Ist der aus deinen Rüben gemacht? Es kann Spuren von meinen Rüben enthalten. Steht, danke. Dankeschön. So, danke, schön, schön, dass ihr hier also wart. Ne? Tschüss. Dann zum Wohl. Tschüss. Zum Wohl. Prost. Das sagen wir immer, wenn wir feiern sind und dann kurz trinken. Tschüss, bis morgen. Stark wie Rüben. Erdet. Ich sag jedenfalls danke für die Einladung, für den Schnaps und für diesen interessanten Einblick. Ich gucke mir jetzt den Film von Helmut und Antje an und ich hoffe, euch hat unser Film gefallen. Und deswegen sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal bei Auf die süße Tour.